Servus Leute, was geht? Ich bin Sigo Ramazzotti und willkommen auf Musikpunch TV. Ja, unfassbar. Gestern Nacht kamen viele Tracks raus. Einmal kamen Jojo und Capital Bra raus und habe ich nicht drauf reagiert. Dann kam Genetik raus, konnte ich auch nicht drauf reagieren. Und es kamen noch Elgia, Farid Bang und Kollega raus. Aber ich dachte mir, wir reagieren heute auf Gio. Der Song heißt Für immer. Kam auch heute raus um 18 Uhr. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und dachte mir, das lasse ich mir nicht nehmen und reagiere noch auf Gio. Ein Gio kenne ich halt vom JBB halt, wie jeder halt. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ihn gefeiert mit Battle Rap. Wirklich krass. Und die letzten Sachen, wo er rausgebracht hat, waren halt mehr so Sachen wie Was weißt du denn schon zum Beispiel. Also mehr so Sachen zum Nachdenken, sage ich mal. Deswegen bin ich sehr gespannt, was der neue Track halt mitbringen wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er vielleicht wieder in die Richtung gehen wird, weil er vom Battle Rap sich ja ein bisschen distanziert hat, sage ich mal. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Kopfhörer Easter. Legen wir direkt los. Jetzt. Alter, ich liebe so Drohnenaufnahmen. Das ist einfach, ich kaufe mir irgendwann auch eine. Und dann geht's übelst ab. Der Beat ist echt krass, also der langsame Anfang, das Ganze steigert sich jetzt. Ich könnte wetten, es wird ein Brett. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gio jetzt ordentlich abliefert. Ich hab mir was aufgebaut, doch der Stress um mich herum hat ausgelaugt. Ich lag viel zu lange auf der faulen Haut. Egal was, es machte alles keinen Sinn. Ich stand da ohne Plan und... Also der Beat geht mächtig, mächtig, mächtig nach vorne. Und Gio, also krasser Einstieg, also ich feier ihn. Wusste lange nicht wohin, denn so vieles ist passiert seit dem Sieg in dem Turnier. Es war nicht leicht, die 8 Jahre lange Beziehung zu verlieren. Doch genug gejammert, ich hab die Ziele fokussiert. Ich war viel zu lange weg, doch ich bin wieder motiviert. Denn ich hab erkannt, wenn ich Dinge innerlich belasten, ist es manchmal einfach nötig, etwas hinter sich zu lassen. Und auch wenn ich... Also ich finde die Aussagen von seinem Text sehr, sehr krass und ehrlich. Im letzten Video, Was weißt du denn schon, war ja, hat er erzählt, wie gesagt, also die Geschichte erzählt, was alles dahinter steckt bei ihm. Und das ist auch wieder so ein Text, wo er ist ziemlich real. Also ich feiere an ihm, dass er halt die Sachen rüberbringt, so wie er sie rüberbringt, weil sie einfach mit Aussagen einfach krass sind. Wirklich, wirklich ein sehr unterschätzter Künstler. Gio müsst ihr alle supporten. Schmerz würde ich niemals sagen, ich bereue es, denn mit jedem Ende etwas Neues. Der nächste Schritt liegt bei dir. Geh weiter, du hast nichts zu verlieren. Geh weiter, du kannst es mit allem aufnehmen und schaffen. Keine Ausreden, aufstehen, rausgehen und mach nicht mehr wahr. Bevor die Hook anfängt, das Video ist krass. Also Drohnenaufnahmen feiere ich allgemein so. Aber wo er da ist, auf dem Feld, auf dem Land. Also krasser Drehort auf jeden Fall. Und sagen, du machst so wie immer. Nicht mehr warten und fragen, ob's klappt. So wie immer. Du musst es wagen und das jeden Tag, jede Nacht. Bis du sagen kannst, du hast es geschafft. So wie immer. Nicht mehr warten und sagen, du machst so wie immer. Nicht mehr warten und fragen, ob's klappt. So wie immer. Du musst es wagen und das. Ich muss ja wirklich sagen, damals mit dem Hype, mit dem Diss-Track gegen Lion TV, hat er einen übelsten Hype gehabt. Der hat, glaube ich, der Track hat, glaube ich, über 7 Millionen Aufrufe oder sogar noch mehr, weiß ich gerade auswendig nicht genau. Aber der hat den Hype leider nicht so genutzt, wie man erwartet hätte eventuell. Also ich verstehe nicht, warum Künstler wie er nicht besser dastehen, als sie dastehen. Also Gio hat es auf jeden Fall verdient. Tag, jede Nacht, bis du sagen kannst, du hast es geschafft. So wie immer, du hast keine Ahnung, wie viel Scheiße ich erlebte. Ich war mal ganz unten, glaub mir, Mann, ich weiß, wovon ich rede. Ich war jung, für mich gab es lange keine Sonne. Mich hatte mein halbes Leben lang die Angst unter Kontrolle. Hatte Angst vor dem Nein-Sagen, Angst vor dem Aufwachsen, Angst vor dem Einschlafen, Angst vor dem Aufwachen. Ich hatte Angst davor, Gespräche zu führen, Angst vor... Also, das ist ein interessanter Text. Also, der Text, also, ich finde, textmäßig... Gio hat sich echt krass gesteigert. Man weiß ja, dass er battlen kann. Das weiß man einfach. Aber mittlerweile hat er mich auch so überzeugt mit seinen Texten, in normalen Tracks. Das ist unfassbar. Menschen Angst vor dem Telefonieren. Erst nach langer Arbeit konnte diese Angst in mir verschwinden. Denn die einzige Lösung war, meine Angst zu überwinden.
es war hart, dennoch würde ich niemals sagen, ich bereue es. Denn ich hab gekämpft und bekam etwas Neues. Der nächste Schritt liegt bei dir, geh weiter. Es gibt, glaube ich, fast kein Künstler, der so ehrlich ist wie Gio. Also man nimmt ihm einfach ab, also man kennt die Geschichte irgendwie. Es ist auch so jemand wie zum Beispiel bei Farid, dem glaubt man auch jedem, seine Real-Life-Texte und so, glaubt man ihm einfach. Und Gio finde ich mittlerweile textmäßig fast genauso heftig, weil der einfach übelst real ist. Einfach übelst real. Du hast nichts zu verlieren, geh weiter. Du kannst es mit allem aufnehmen und schaffen. Keine Ausreden, aufstehen, rausgehen und machen. Nicht mehr warten und sagen, du machst so wie immer. Nicht mehr warten und fragen, ob's klappt so wie immer. Du musst es wagen und das jeden Tag, jede Nacht. Die Hook knallt ordentlich rein, also mit dem Untergrundbeat halt. Und dann die Steigerung im Beat. Also produziert wurde das Ganze von Dio Rush. Also der produziert, glaube ich, sehr, sehr viel von Gio. Also krasser Produzent. Bist du sagen kannst, du hast es geschafft, so wie immer. Nicht mehr warten und sagen, du machst, so wie immer. Nicht mehr warten und fragen, ob's klappt, so wie immer. Du musst es wagen und das jeden Tag, jede Nacht. Bist du sagen kannst, du hast es geschafft, so wie immer. 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 Nicht mehr warten und sagen, du machst so wie immer. Nicht mehr warten und fragen, ob's klappt so wie immer. Du musst es wagen und das jeden Tag, jede Nacht, bis du sagen kannst, du hast es. Also, Gio hat jetzt 168.000 Abonnenten. Da muss man direkt mal abonnieren klicken und einen Daumen nach oben geben, dass das Ganze mal in die Trends kommt. Das muss in die Trends. Definitiv. Schaff so wie immer. Nicht mehr warten und sagen, du machst so wie immer. Nicht mehr warten und fragen, ob's klappt so wie immer. Du musst es wagen und das jeden Tag, jede Nacht, bis du sagen kannst, du hast es geschafft. So wie immer. So Leute, der Song ist vorbei. Ich muss sagen, Gio hat mich nicht enttäuscht. Gio ist ein krasser Künstler und also unfassbar. Ich würde mir wünschen, dass er seinen Hype wieder bekommt, dass er auf jeden Fall wieder ein bisschen aus dem Schatten nach vorne trischt. Auf jeden Fall war auf jeden Fall ein guter Anfang. Kann man ruhig mal supporten. Gio, wie immer. Und gebt dem Gio doch einen Daumen nach oben da. Oder ihr könnt auch gerne mir einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auch sehr freuen. Ihr könnt mich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Das ist wichtig. Weil dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten neuen Videos. Bis dort, macht's gut. Bitte Punch TV.